für Fudorev. Und das ist, denk mal, es ist der Start. Mal schauen. Bornasco hat hier etwas Boden verloren. Oder ja, Guardamar, der ist 100 Meter zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob das, das sieht nach einem gültigen Start aus. Jedenfalls reklamiert niemand. Also schauen wir, was passiert. Die beiden Fusserlerpferde voraus. Hightech und Barakla, dann Fudorev mit Bornasco, der den Anschluss langsam aber sicher schafft. Guardamar, da ist das stark zu bezweifeln, dass der diesen noch schafft, weil der hat großen, großen Rückstand. Hightech hat die Spitze vor Barakla gegen das nächste Hindernis, das Talü. Das wird in zwei Runden dann der letzte Sprung sein. An zweiter Position Barakla, innen ist es Fudorev, dann folgt Bornasco. Über den Sandgraben, das war mal ein Wassergraben, jetzt ist eine Hürde mit Sand dahinter, mit Hightech vor Barakla, dann Fudorev und Bornasco. Und Guardamar, der kommt tatsächlich da nochmal heran. Antonio Ragno lässt sich hier nicht aus der Ruhe bringen. Nächste Hindernis passiert, die Hecke, dann gegen die Doppelhürde unter dem Tempodiktat von Hightech. Dann Barakla, Fudorev mit Bornasco an vierter Stelle und auf der Verfolgung Guardamar. In sehr gutem Tempo, Bornasco ist nicht ganz so gut gesprungen, aber jetzt wird es vorne schneller. Hightech vor Barakla, dann Fudorev, der sich nicht abschütteln lässt. Bornasco versucht den Anschluss jetzt wieder zu schaffen, macht aber jetzt wieder einen etwas weniger flüssigen Sprung wie die anderen. Und Guardamar nach dem Startverlust logischerweise an letzter Position. In den Bogen in einer Runde wird das der Schlussbogen sein mit Hightech in Front. Barakla ist Zweiter, dann Fudorev. Vierter Bornasco und an fünfter Stelle Guardamar. Wieder über das Talü mit Hightech vor Barakla. Beiden Fusserlerpferde aus dem Stall von Chantal Zolet. An dritter Stelle ist es Fudorev. Ein Quartier von Josef Stadelmann, dann der von Jürg Langmeier trainierte Bornasco und am Schluss Guardamar, ebenfalls Chantal Zolet. Zum letzten Mal über den Sandgraben mit Hightech vor Barakla, dann Fudorev, der innen durchgeht, Bornasco und Guardamar. Jetzt wird es ernst, vorne wird jetzt noch mehr Tempo gemacht mit Hightech und Gabriele Agus. An zweiter Position ist es Barakla. Mit Jan Odlosil, dann lauert Fudorev mit Andre Velek, Bornasco auf der Verfolgung mit Carina Schneider und für Guardamar wird diese neuerliche Tempoverschärfung jetzt schwierig, sodass er mit Antonio Ragno an fünfter Stelle kleben bleibt und nicht mehr näher kommt. Vorne ein Trio, das sich etwas abgesetzt hat. Bornasco versucht nochmal heranzukommen. Noch zwei Hindernisse. Mit Hightech, der den Weg zeigt. Nicht allzu schwierig, geht ja nur im Kreis herum, aber trotzdem, vorne ist Hightech, der sich jetzt mit einem guten Sprung zu verabschieden versuchte, aber Fudorev ist da. Fudorev ist da und der sieht hier stark aus. Barakla hat den Anschluss etwas verloren, gibt aber noch nicht auf und Fudorev über den letzten. Fudorev hat die Spitze übernommen, Hightech versucht zu kontern. Fudorev ist vorne und Fudorev verabschiedet sich. Fudorev, kann hier noch einer kontern? Fudorev mit Andre Velek, wie entfesselt, marschiert er hier auf und davon. Was für eine Vorstellung von Fudorev mit Andre Velek. Dann folgt Hightech, dann Barakla mit Bornasco auf dem vierten Platz und ein Sonderapplaus für Antonio Ragno. Und Guardamar, die haben weniger Rückstand im Ziel, als sie am Start gehabt haben. Und das ist doch eine echt gute Leistung.
Wenn Sie dieses Quintett noch einmal im Einsatz sehen wollen, am 2. Juni in Aarau werden die vermutlich, hoffentlich alle fünf wieder am Start sein. Hier der vorläufige und unbestätigte Einlauf in diesem 10. und letzten Rennen. Es gewinnt die Nummer 3 Fuderev mit André Belek. Auf dem 2. Platz die Nummer 2 Hightech mit Gabriele Agus und dritter die 1 Baragla mit Jan Odlosin. Auf dem 4. Platz die Nummer 4 Bornasco, Carina Schneider und fünfter die 5 Guardamar mit Antonio Ragno. 3, 2, 1, 4 und die 5. Voici l'arrivée provisoire dans la 10e et dernière course. Gagnant le 3, Fuderev, André Belek. Deuxième le 2, Hightech, Gabriele Agus. Et troisième l'As, Baragla, Jan Odlosin. Suivi du 4, Bornasco, Carina Schneider. Et du 5, Guardamar, Antonio Ragno.